Ah, ist es nicht ein schöner Tag? Und ich habe mir gedacht, ich habe keinen Bock drauf, dass ich mich ins Aufnahme- oder Regieraum stehe und Aufnahmen vielleicht mache. Die macht man hier draußen in meinem schönen Garten. Und damit willkommen zu Kommentare kommentieren. Jahuti! Hallo meine Lieben, der Andi von Thüricht hier. Heute in meinem Garten im Hintergrund, hinter der Kamera meine Schwester, die ganz aufmerksam zuhört und keinen Mucks macht. Entschuldigung, glaube ich nicht. Ja, wie der Axel S. schreibt, Andi, eine Frage, macht es einen Unterschied, ob ich die Lautstärke mit einer Automationsbahn oder mit Clipgain automatisiere? Das macht einen gehörigen Unterschied und das ist ziemlich wichtig. Der Clip Gain ist quasi die Eingangslautstärke und das andere quasi die Lautstärke oder Lautstärkeregler, das ist dann der Ausgang. Und da kommt es natürlich darauf an. Zum einen muss ich schauen, dass ich ein ordentliches Gain Staging habe. Das heißt, der Eingang sollte bei minus 18 dB sein. Ungefähr, haben wir ja schon ein paar Videos gemacht. Und das ist wichtig, dass ihr einen richtigen Eingangsgang habt. Zum einen, dass die ganzen Plugins richtig funktionieren. Vor allem die, die analoge Hardware simulieren, die brauchen so minus 18 dB FS, weil sie genau in dem Bereich optimal arbeiten. Und was auch noch wichtig ist, deswegen auch der Clip Gain, so immer schauen, dass es ungefähr bei minus 18 dB ist, wenn es zu hot ist, sage ich jetzt mal, also die Lautstärke zu hoch ist und ich gehe mit dem Lautstärkeregler runter, habe ich folgendes Problem. Sagen wir mal, wir haben ein Projekt, das läuft mit 24 Bit. Dann habe ich eine Dynamik von 144 dB. Das heißt, das lauteste Signal zum leisesten darstellt, was ein Signal sind 144 dB Dynamik. Wenn ich aber mal Lautstärkeregler, wenn ich mal den jetzt angucke, hat die ersten 20 dB sind die Hälfte des Reglers. Die restlichen 124 dB gehören der unteren Hälfte des Reglers. Heißt also, wenn ich jetzt hergehe und durch den ganzen und habe das zu laut und muss runterregeln und bin in der unteren Hälfte des Reglers, muss ich sehr sanft und sehr vorsichtig arbeiten und da macht es überhaupt keinen Spaß. Deswegen der Unterschied zwischen Lautstärkeregler und Gain-Regler. Hoffentlich habe ich das gut genug erklärt. Ja, dann von Summer Tree. Super, macht echt Laune, dir zuzuhören und echt hilfreich. Danke. Ja, schön, freut mich. Dann haben wir den Georg Wicker. Bin ich so der Wicker, ich bin mehr so der Tänzer. Hey Andi, ich liebe deinen Kanal und deinen Content. Mach auf jeden Fall weiter so. Liebe Grüße aus Westfalen, der Schorsch. Ja, Schorsch, liebe Grüße nach Westfalen zurück. Und wen haben wir denn noch? Freier Bewerter. Unterstützt denn der Kork Kronos den ASIO-Treiber bzw. dann auch Cakewalk oder gibt es da Kork Special? Also ich habe da etwas Probleme, wird nicht aufgelistet. Die meisten, also Kork Kronos, haben wir ja gesagt, das ist so eine Workstation, eine digitale, und die hat meistens, also die wenigsten haben ASIO-Treiber, die meisten haben dann WDM-kompatiblen Treiber. Und die Vor- und Nachteile haben wir in diesem Video schon mal erörtert. Und deswegen habe ich jetzt komplett den Faden verloren, was der Frage war. Warte mal, das schauen wir gleich nochmal. Der Kork Kronos, meine Herren, mein Hirn ist halt wie ein Sieb. Also beim Kork Kronos, wie gesagt, der Wert, also zum Arbeiten mit Cakewalk würde ich den gar nicht hernehmen. Vor allem, weil du ja dann immer diese Audio-Workstation dazwischen hast und es sind ja auch keine ASIO-Treiber, sondern nur WDM-Treiber. Da haben wir eh schon auch in den Kommentaren diskutiert. Ich würde euch grundsätzlich vorschlagen, legt euch ein eigenes ASIO-fähiges Audio-Interface zu. Und warum man das braucht, wie gesagt, in diesem Video. Ganz wichtig. Tommy Potterby oder Potterby. Dann wohnst du ja ganz in meiner Nähe. Ne, du hast geschrieben, du wohnst in Haag in Oberbayern. Also ist jetzt nicht so in meiner Nähe. Das ist ja dann eher so von da, wo ich vorher gewohnt habe, also in Altötting dann Richtung München. Da bin ich öfters in Haag in Oberbayern vorbeigefahren. Ansonsten komme ich hier nicht mehr so oft vorbei. Aber ja, in der größten Relation vom Universum gesehen sind wir nicht wirklich weit auseinander. Bayernkult, ich weiß nur eins, bei Einhörnern können eines Tages Zeichen und Wunder geschehen. Ja, kann
Muss aber nicht. Aber nochmal trotzdem vielen lieben Dank. Wir sind ja übrigens bei über 300 Abonnenten. Und ich habe gesagt, ich lasse mal was einfallen. Und ich habe da was, aber da bin ich mir noch nicht so sicher, ob euch das gefällt, ob mir das gefällt. Aber beim nächsten Video haben wir dann was. Dark Beds, ja, was ist jetzt los? Ich bin gar nicht dabei heute. Ah Mist, hab auch gar nichts mehr gesagt. Ich glaube aber, ich lasse das mit dem Kauderbayerisch. Gut so, weitermachen. Auch wenn ein letztes Video doch auch wieder 2 Wochen gedauert hat. Hattest du damals nicht versprochen, dass die Videos schneller kommen? Irgendwie glaube ich, war da was. Und flüstert leise ins Ohr, DistroKid, lalalala, DistroKid, lalalala. Irgendwas wollte ich dich noch fragen, aber hab's vergessen. Tja, das Alter, bis dann. Ja, Dark Beds. Ich hab's tatsächlich gesagt, dass mehrere Videos kommen, gell? Aber manchmal kommt mir dann dieses blöde Scheißleben dazwischen. Und man hat wieder andere Verpflichtungen und ich habe mir das viel einfacher vorgestellt, wie das ist, vor allem den Schnitt, den Videoschnitt. Gedreht sind die Sachen immer ganz schnell, aber der Videoschnitt selber, wo ich mir jetzt mal den Grätsakrament, das hättest du wieder anders machen müssen, das kannst du wieder besser machen, dann machst du das wieder neu, dann filmst du das wieder neu. Ich muss da selber an mir arbeiten, dass ich dann die ganzen Sachen schnell rausbringe und nicht immer diese Perfektion im Hinterkopf habe. Aber das ist ja etwas, an dem ich arbeiten muss und nicht ihr. Deswegen, ja, DistroKid, lalalala, du wirst es nicht glauben, Dark Beds, aber ich habe mit dem DistroKid neuen Video, bin ich schon im Schnitt. Aber ich bin noch nicht fertig, weil ich da gerade nicht weiterkomme. Aber ich versuche tatsächlich einmal in der Woche ein Video rauszuhauen, weil es ja auch gut ist für den Algorithmus. Und was auch noch gut für den Algorithmus ist, wenn ihr mir ein Like da lasst, einen Kommentar, freut mich auch immer. Und dann haben wir noch mal freier Bewerter, der schreibt, gibt es einmal die Browser- und die Desktop-Version? Ja, gibt es das eine, ist die Desktop-Version, das ist diese Software, mit der ich eben schon ewig arbeite, das ist Cakewalk. Und dann haben wir noch die andere Version, oder die andere Software, die nennt sich BandLab. Und bei BandLab, das ist quasi die Online-Version, die gibt es für iOS, die gibt es für Android und gibt es eben auch als Browser-Version. Und da könnt ihr dann mal unterwegs ganz schnell mal was aufnehmen, und zwar Mehrspuraufnahmen. Und was jetzt auch ganz cool ist, neuerdings kann man auch endlich diese Projekte von BandLab direkt in Cakewalk importieren. Probiert es einmal aus. Finde, das ist ein sehr gelungenes Feature, vor allem weil es reibungslos funktioniert. Und genauso gut kann ich jetzt auch meine Cakewalk-Projekte in BandLab hochladen. Habe ich nicht ausprobiert und ich glaube, das funktioniert dann nicht so gut, spätestens wenn VST-Effekte dabei sind. Aber das probieren wir einfach mal aus. Und ansonsten werde ich jetzt die Sonne genießen. Ihr könnt noch ein Video hier genießen, da habe ich noch was. Ich weiß nicht, ob es auf der linken oder rechten Seite ist. Schau mal. Was sagt ihr eigentlich zu meinem neuen Gimbal, der mich jetzt immer verfolgt? Ich hoffe, ich habe nichts Perverses im Hintergrund, was ich übersehen habe. Und bis dahin sage ich Bussi aufs Bauchibärli und Servus. Mei, war das heute durcheinander.